Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo, in diesem Video soll es um diesen Anschlussblock KF141V gehen. Das ist also so ein Anschlussblock für Leitungen auf einer Platine. So ein Klemmsystem, ganz schicke Geschichte. Ich kann damit also schnell Platinen an irgendwelche Leitungen anschließen, indem ich hier mit diesen Federkontakten die Leitungen zuführe auf die Platine. Und ein Nutzer hatte mich jetzt gefragt, wie kann man sowas auch nutzen als Brücke, um hier unten eine Leiterbahn durchzuführen. So, das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, was für Lösungen es da gibt. Also mit Brücke ist jetzt hier gemeint, in dem Fall, ich zeichne jetzt hier einfach mal eine Leiterbahn hier durch. So, wie das bei einem Widerstand funktioniert, kann ich also hier problemlos auf beiden Layern oben und unten eine Leiterbahn durchführen, ohne dass ich irgendwelche Fehlermeldungen erhalte. Das geht bei diesem Terminalblock jetzt hier so nicht. Ich zoome mal hier weiter rein. Und zwar aus dem Grund, der Terminalblock, damit er auch mechanisch fest auf der Platine sitzt, hat natürlich zwei Pins mit der gleichen Pin-Nummer, also im Symbol sind hier nur drei Pins, 1, 2 und 3 vergeben. Aber hier im Footprint haben wir natürlich zwei Pins mit der gleichen Zahl oder Pin-Nummer. Und KiCad legt automatisch hier natürlich eine Luftlinie dazwischen an. Und wenn ich jetzt hier mal den DCRC-Check laufen lasse, erhalte ich da auch drei Fehler, eben diese drei unverbundenen Verbindungen hier zwischen den Pins. Wenn ich jetzt hier das verbinde und lasse den nochmal laufen, dann sind es eben nur noch zwei. Und ich hätte damit jetzt noch die anderen beiden zu verbinden, um diese Fehler zu beseitigen. Hat natürlich den Nachteil, dass ich jetzt hier nicht mehr mit einer Leiterbahn durchgehen kann, zumindest eben hier nicht mehr auf der Oberseite. Untere Seite würde natürlich noch funktionieren. Ich zeige es hier nochmal kurz. Ja, das würde jetzt hier noch funktionieren. Wenn ich die anderen beiden hier oben noch auf der Oberseite verbinde, wäre das also soweit kein Problem. Ich kann aber eben nur eine Seite nutzen, ohne dass ich hier Fehlermeldungen erhalte. So, jetzt könnte ich natürlich noch weitergehen und sagen, ich schmeiße das mal wieder raus. Ich brauche jetzt hier dringend beide Seiten, also Leiterbahnen und oben und unten. Das könnte ich auch tun. Dann müsste ich aber hergehen und ich kann da nur dringend davon abraten, indem ich hergehe und sage, Verstoß des Schweregrades, fehlende Verbindung zwischen Elementen, würde ich jetzt einfach zum Beispiel auf Warnung setzen oder ich könnte es auch mal ganz ignorieren. Das heißt, ich sage jetzt mal, ich gehe auf Ignorieren. Ich habe hier diese drei Luftlinien. Starte jetzt den DCRC. Dann sehen wir, ich habe jetzt hier noch einen Schaltplan-Paritätsfehler. Das hat aber damit erstmal nichts weiter zu tun. Ich schmeiße das nochmal raus. Ich habe jetzt hier erstmal keine Verstöße mehr und auch keine unverbundenen Elemente, weil ich gar nicht mehr darauf abprüfe. Und wir haben gesehen, jetzt war also unser DCRC-Check fehlerfrei, hat natürlich den großen Nachteil, wenn ich jetzt hier sowas, wenn mir das passiert, dass ich hier noch weiter zeichne und vergesse jetzt hier zum Beispiel so eine Verbindung und sage, ich lasse jetzt hier wieder den DCRC-Check laufen, dann habe ich hier noch das große Glück, dass er mir sagt, ich habe jetzt hier eine Leiterbahn mit einem unverbundenen Ende. Da könnte ich den Fehler noch entdecken. Aber wenn mir jetzt zum Beispiel noch sowas passiert in meinem Schaltplan, diese Verbindung würde ich ja zwingend benötigen, dann kann ich jetzt nochmal den DCRC-Check laufen lassen und ich sehe, ich bin hier wieder auf 0 Fehler, obwohl diese Verbindung ja wirklich zwingend benötigt würde. Aber Vorteil bei dieser Geschichte wäre eben, ich könnte jetzt hier dazwischendurch auf beiden Layern mit Leiterbahnen durchgehen. So, ich gehe mal hier wieder zurück, indem ich sage, ich möchte das jetzt hier alles wieder
als Fehler angezeigt haben. Ich hatte ja gesagt, Vorsicht bei den Einstellungen. Hier ist es schon eigentlich von den Grundeinstellungen her richtig und gut gewählt. Man sollte hier wirklich wissen, was man tut. So, lassen wir den nochmal laufen. Jetzt müssten wir also 4 Fehler erhalten. Genau. So. Das wäre jetzt die unsaubere Lösung, indem ich da einfach über diese Dinge gehe, indem ich da hier Fehlermeldungen ausschalte oder auf Ignorieren oder auf Warnungen ziehe. Damit könnte ich zwar mir einen theoretisch sauberen Schaltplan generieren, aber bei solchen Fehlern hier kann das schnell ins Auge gehen. Die alternative Lösung dazu wäre es, wie wäre es jetzt richtig? Ich bin hergegangen, habe mal hier das Symbol überarbeitet. Und zwar habe ich hier nochmal ein Symbol hinzugefügt, indem ich hergegangen bin und habe gesagt, ich nehme jetzt hier 6 Pins. 3 davon sind die Anschlüsse. Die 4, 5 und 6 sind versteckte Pins und sie sind nicht connected, werden also nirgendwo mit verbunden. Das habe ich beim Symbol gemacht. Und das habe ich natürlich dann auch hier beim Footprint nochmal entsprechend abgeändert, indem ich hergegangen bin und habe gesagt, okay, ich mache den jetzt hier als vertikal Dreifach-Pin mit NC für nicht connected und habe hier diese 3 Pads mit 4, 5 und 6 belegt. Damit erzeugt jetzt KiCad hier dazwischen keine Luftlinien mehr auf der Platine und ich kann das also problemlos nutzen, um jetzt auf beiden oder könnte das problemlos nutzen, um auf beiden Lagen hier mit Leiterbahnen hindurchzugehen. Ich muss dann halt eben nur aufpassen, welches Symbol bzw. welches Symbol bzw. welchen Footprint ich benutze, brauche ich halt hier beide Anschlüsse für die Stromversorgung, weil hier vielleicht doch mal ein bisschen mehr Leistung drüber fließt. Dann müsste ich jetzt eben hier dieses Originale, den originalen Footprint und das originale Symbol nutzen. Oder eben, ich benutze hier die NC-Variante, wo ich mit beiden Leiterbahnen durch kann und kann also dann so ein Element als Brücke für Leiterbahnen benutzen. Bedanke mich, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß mit KiCad. Ciao.